If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich diese süße Verpackung für dich, wo unsere Bienchen mal wieder zum Einsatz gekommen sind. Denn in der Verpackung befindet sich so ein Samentütchen am Stiel. Und hier tatsächlich mit dem Aufdruck Be Happy, und das fand ich total süß, deswegen habe ich hier auch das Sichtfenster reingemacht. Die Verpackung hat eine Größe von 7 x 19 cm, da kannst du also auch noch eine Tafel Schokolade, Stifte, was weiß ich, auch andere Kleinigkeiten verstecken. Aber eben auch diese kleinen Kärchen, die ich dir verlinke. Ich finde, die haben ganz, ganz viele tolle Produkte, die man gut auch verschenken kann. Wie immer findest du unten eine Übersicht über die Produkte, die ich heute verwende, sodass du jetzt auf Pause machen kannst, dir alles zusammensuchen kannst und dann gleich mit mir gemeinsam loslegen kannst. Wir fangen an mit einem Stück Grundweiß extra stark mit den Maßen 12,3. Mal 24,8. Und das wird rundherum gefalzt bei 1,4 und 2,9. Das mache ich wieder rechts, damit es nicht so wackelt. Aber das kennst du ja schon. So, wir machen jetzt auch erstmal die Verpackung fertig, bevor wir die Banderole machen. Und zwar schneidest du hier jetzt immer drei Quadrate weg. Und das Quadrat, was überbleibt, wird unsere Klebelasche. Also das Quadrat, was hier in der Mitte sitzt, bleibt über, und das schrägen wir uns so ein bisschen an. Und zusätzlich kannst du auch noch hier diese Außenseite so ein ganz bisschen anschrägen, weil die kleben wir nachher ein, dann ist es schöner. Und das machst du mit allen vier Ecken. Du kannst natürlich den ein oder anderen Schnitt auch gleichzeitig machen, sodass du nicht ganz so viel rumschnibbeln musst. Dass die Ecken so klein sind, sind das so kleine Schnitte, ne? Schnipp, 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 fühlt sich so ein bisschen an wie beim Friseur. So, jetzt brauchen wir doppelseitiges Klebeband. Das machen wir hier jeweils an die Außenkanten, an allen vier Seiten. Das ist, also wir schlagen das Ganze nachher ein bisschen um, damit die Packung ein bisschen mehr Stabilität hat. Jetzt kannst du das Ganze einmal nachfalten. Und nun werden die Ecken eingeklebt als allererstes. Das heißt, du machst hier Klebe drauf und klebst es schön bündig ein. Kleinen Moment anziehen lassen. Und das machst du dann mit allen vier Ecken.
Bienenpapier ist ja auch eins meiner Favoriten. Das muss ich mir unbedingt auch noch sichern, bevor es aus dem Sortiment geht. Ja, aber ich weiß ja, dass einige von euch auch genauso sind wie ich und auch so eine Papierstreichler. Bevor ich eine Packung anschneide, muss ich immer sicher gehen, dass ich davon auch noch was auf Vorrat habe. Das ist schon so ein bisschen ein klein bisschen schräg, aber ich glaube, es gibt schlimmere Spleens als das. So, und jetzt entfernst du hier die Folie von den Klebestreifen und nun wird das Ganze hier nur einmal reingestülpt. Dann haben wir auch gleich unsere Klebelaschen versteckt und das Ganze hat eben ein bisschen mehr Stabilität. Ich mag ja solche Geschenke mit Blumensamen und so, wo man dann auch nachhaltig was von hat, wenn man das einpflanzt und dann denkt man immer wieder an das Geschenk und kann langsam sehen, wie sich was entwickelt. Sowas mag ich. So, jetzt kommt das Ganze hier so rein. Das wackelt so ein ganz bisschen Spiel nach oben, damit das gleich mit unserem Sichtfenster gut klappt, mache ich hier einfach einen Klebepunkt hinter. Ja. Der nicht halten will, doch. So, an meinem Finger klebt er jetzt. Den klebe ich hier einfach so ein bisschen fest, damit das nicht so hin und her wackelt. Und jetzt habe ich Designerpapier, wie gesagt, das Tolle von den Bienchen. Und das hat die Größe 22 x 9,5 und wird rundherum bei 1,4 gefalzt. Na, das wäre fast schief gegangen. Wer 1,4 sagt, muss das auch machen. Ne? So. Ich bin ja bei dem Designerpapier immer ein bisschen vorsichtig beim Falzen, damit es mir nicht reißt. Jetzt falte ich mir das aber einmal schnell, damit ich besser gucken kann. Aber ich klebe noch nicht, weil wir ja das Sichtfenster noch machen wollen. Und jetzt mache ich mir eine kleine Markierung und zwar bei 13 cm. Und so ein bisschen ausmitteln. Auch das ist aber schon relativ perfekt, die Mitte. Und dann kurbel ich das Ganze erstmal durch die Stanz- und Prägemaschine. Da habe ich hier den kleinen Kreis aus den Stanzformen vielseitig verziert verwendet. Mit einer Handstanze kommt man hier nicht so gut ran, deswegen finde ich, ist eine Stanzform dann natürlich auch super praktisch. Doch glatt vergessen, die Klarsichtfolie bereitzulegen. Der Kreis hat jetzt einen Durchmesser von ungefähr 3,5, 3,6 cm. Das heißt, ich schneide mir hier jetzt einfach von der Folie ein Stück 5x5 zurecht. Und kann mir hier also ein kleines Sichtfenster reinmachen. Das heißt, wenn ich da auch gerade, wenn ihr da nochmal andere Sachen reinpacken wollt, ist es natürlich ganz schön, wenn das Ganze verschlossen ist. Und da mache ich einfach nicht zu nah am Rand. Ein bisschen Klebe dran. Und lege die Folie drauf. Und ich habe uns schon die Biene und das Schildchen vorbereitet. Gleich kommt noch ein bisschen Band zum Einsatz. Hier schneiden wir uns jetzt auch wieder Klebelaschen. Und zwar
einfach ein bisschen anschrägen. Und auch die kleben wir einfach nur ein. Schön im rechten Winkel. Ist das nicht süß, das Blümchenpapier? Ist ja auch so ein bisschen wie Green Gate. So. Nun, wie immer, der spannende Moment auf der Decke passt. Aber ja, das sieht gut aus. Und jetzt habe ich einfach noch ein Stückchen Band genommen. Hier sind noch so Reste. Und habe hier einfach einen Doppelknoten dran drum gemacht, nicht zu fest, weil man das Band zum Öffnen runterschieben muss. Und das ist ja ärgerlich, wenn man das so zu fest gemacht hat, dass man dann den Knoten pulen muss jedes Mal. Das wollen wir ja nicht. Und jetzt habe ich auch das mit Liebe, natürlich aus unserem Bienchen-Set, hier einfach nur oben festgeklebt, sodass das zwar über dem Band ist, aber ich das Band runterschieben kann, sodass das nicht durch das Etikett festgeklebt ist. Und natürlich kommt unser kleines Bienchen hier hin. Und auch, guck mal, auch das Hallo Sonnenschein passt ja perfekt in unser Sichtfenster. Und das Bienchen kommt hier jetzt noch einmal und guckt ins Fenster. Fertig ist die Verpackung für Blumensamen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Wenn ja, dann lass mir ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal. Natürlich freue ich mich, wenn du aktuelle Stampin' Up! Ware bei mir bestellst. Alle Infos findest du auf www.gestempelt.de. Dort findest du auch mein Neukundenangebot, mein Bonuspunkteprogramm. Wenn du noch keine Demonstratorin deines Vertrauens gefunden hast, dann darfst du dir selbstverständlich kostenlos einen Katalog bei mir bestellen und ich übernehme sehr gerne deine Betreuung. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis ganz bald.